Mit dem völlig neu gestalteten Interior Design des CX-60 setzt Mazda einen ganz neuen Standard in puncto Komfort und Handwerkskunst. Die einzigartige japanische Methode, Textilien miteinander zu verbinden, in Japan übrigens mit dem Begriff Musubu bezeichnet, diente als Inspiration für die speziellen Nähte, die sich im Innenraum des neuen Mazda CX-60 wiederfinden. Dies haben wir zum Anlass genommen, uns auf die Suche nach österreichischen Handwerkern und Künstlern zu machen, die sich ebenfalls der japanischen Handwerkskunst verschrieben haben. Unser erster Ausflug mit dem neuen Mazda CX-60 führt uns nach Wels in Oberösterreich, zum Mukume-Gane-Künstler Alois Mach, der uns in seinem wunderbaren Atelier mehr über diese traditionsreiche Bearbeitungstechnik erzählt. Der Unterschied zwischen Mukume-Gane und der klassischen Goldschmiedearbeiten ist der, dass Mukume-Gane Fehler nicht verzeiht. Das heißt, entstehen grobe Fehler, dann ist beim Mukume-Gane so, dass das Material verloren ist, die Arbeit verloren ist, die Vorbereitung verloren ist. Beim Goldschmieden kann ich vieles nur korrigieren und nacharbeiten. Mukume-Gane verzeiht das nicht. Es sind verschiedene Metalle geschichtet, Bleche geschichtet, die nicht gelötet werden, sondern miteinander verschweißt. Man entwickelt im Kontext von modernen Schmuck auf Basis der alten Technik neue Stücke. Man braucht Geduld, man braucht Herzblut und manchmal darf man zwischen den Fluchen nicht vergessen zu beten. Ob das die Natur ist oder die Technik, wie zum Beispiel auch Autos, Motorräder, ich fahre Motorrad, es ist egal, alles beeinflusst mehr oder weniger die Kreativität. Ich sehe manchmal Details an einer Architektur oder an einem Auto, wo man denkt, wow, das muss ich verarbeiten. Und dann entsteht was. Sehr gelungenes Interieur, wunderschön verarbeitet. Kleinigkeiten wie diese Linienführung, das erinnert an einen Flügel und sowas würde mich sofort animieren, dass ich in der Richtung weiter arbeite. Auch in Mukume-Gane denkbar. Textur genauso wie die Oberflächen, einfach eine Freude und vom Handling her ein sehr ansprechendes und sehr feines, edles Fahrzeug. Tadellos. Chapeau.